Einen wunderschönen guten Tag, liebe Handballfreunde, und hallo und herzlich willkommen hier zum 27. Spieltag der Liquid Molly Handball Bundesliga. Der SC Diabka Leipzig ist Gastgeber für den TBV Lemgo Lippe und natürlich an meiner Seite auch heute wieder Dani. Was hast du mitgebracht? Was müssen wir alles wissen zum Spieltag heute? Genau, ihr Lieben. Also auch von mir ein ganz liebes herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Präsentiert wird der Spieltag von Rewe. Und ja, heute haben wir wieder ganz, ganz viel vorbereitet. Wenn ihr raus ins Foyer geht, seht ihr, ich schiel einfach mal rüber, ihr seht Urbanite, das tollste Stadtmagazin, was wir haben, die kleinen blauen Hefte. Da gibt es 1000 Gewinnspiele. Ansonsten ist unser Fanshop natürlich auch wieder geöffnet. Da gibt es nochmal unser Grün-Weiß-Magazin und viele, viele tolle Merchandise-Artikel. Und last but not least müssen wir auf jeden Fall ankündigen, am Ende des Spiels gibt es hier oben Fan-Talk und noch quasi die After-Game-Party. Hinter dem großen Vorhang ist DJ Lawin da und dann wird hier ordentlich abgefeiert. Ja, auf jeden Fall. Also eine gute Entscheidung, heute herzukommen. Für alle Studierenden, Auszubildenden, über 500 finden den Weg heute über diese Aktion heute auch in die Arena. Und dazu natürlich unser Stammpublikum, das sich nicht davon abhalten lässt, dass es vor uns geregnet hat wie aus Eimern und im Nachbarstadion RB Leipzig heute Europapokal spielt. Also die heute da sind, wollen auf jeden Fall hier sein. Wir freuen uns drauf. Wir brauchen euch auch, denn Lemgo Lippe ist, seitdem wir gegen sie spielen, es war im März 2008, glaube ich, immer ein heißer Gegner. Mittlerweile führen wir im direkten Duell 3 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Und heute soll natürlich der nächste Sieg dazukommen. Aber Florian Kehrmann und seine Mannschaft werden es uns denkbar schwer machen. 5 Tage waren sie jetzt zusammen auf Reise. Das dritte Spiel in 5 Tagen, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Aber wie genau das aussieht, werden wir gleich mit Philipp Müller sprechen. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf einen schönen, illustren Spielabend. Ja, und nichtsdestotrotz, weil es wieder hart werden wird, brauchen wir natürlich auch euch Fans. Also ihr müsst richtig laut sein, gerade auch die neu dazugekommen sind. Am besten immer auf den Plätzen völlig ausrasten. Ich glaube, da fahrt ihr richtig. Und wenn ihr das macht, was unser Fanclub macht, dann geht es richtig gut. Ja, da freue ich mich heute auch drauf. Es ist heute ein Experiment. Wir haben wie so ein Novum eigentlich. Feuerball E zieht hinters Tor für das Spiel heute. Wir wollen mal schauen, dass wir vielleicht es schaffen, hinterm Tor so eine Art Fan-Tribüne aufzubauen, wo vor allem die Fans sich finden, die gerne eben ein bisschen mehr Lärm machen wollen. Und deshalb mal gucken, was heute passiert. Ich freue mich drauf. Ja. Drüben sitzen sie schon, Fischi mit seinem Hut unverkennbar. Ach, gibt auch direkt den Gruß. Also auch das ein schönes Experiment. Genau, so. Und ich gehe jetzt einfach. Philipp Müller steht schon bereit, wird noch ein bisschen abgelenkt, aber er kommt immer näher, näher, näher und wir starten den Wechsel. Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Lieber Herr Müller, schön, dass du bei mir bist. Wir machen ja traditionell immer so ein bisschen das Gespräch vor dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, Dominik Klein war das letzte Mal da, der hat die Messlatte echt hochgelegt. Es war viel Interessantes dabei. Schön. Tradition würde heißen, es wäre immer, aber dass Dominik Klein mich da zwischenzeitlich mal abgrätscht, schade. Aber Dominik Klein ist natürlich ein absoluter Experte in dem Metier, daher gönne ich ihm auch mal den Erfolg hier in Leipzig und hat mich gefreut. Und seit dem letzten Heimspiel auch Leipzig-Fan, hat er danach gesagt. Das hat ihm sehr gut gefallen. Ja, das ist doch schön, dass wir einen Mann aus Bayern zum Leipzig-Fan machen können, ist doch super. Ja, du warst auch mehrfach Gegenstand seiner Ausführung, dass du nicht in der BHV-Auswahl gespielt hast. Das hat ihn sehr gekränkt, glaube ich. Ja, hätte ich gerne gemacht. Da waren viele alte Weggefährten dabei aus meiner bayerischen Handballzeit. Aber der SC Diabka Leipzig geht vor. So, ich würde ja auch das Interview mit Baleo fortsetzen, aber Baleo redet traditionellerweise nicht. Deshalb bleiben wir noch weiter im Gespräch. Herr Müller, wir haben jetzt heute den TBV Lemgo zu Gast. Eine Mannschaft, die ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht so richtig, wofür die stehen. Die sind immer auf jeden Fall auf Krawall gebürstet, habe ich so das Gefühl. Aktueller Pokalsieger, haben jetzt in 5, oder das ist jetzt das dritte Spiel im 5. Tag. Worauf können wir uns einstellen bei unseren Gästen? Ja, ich glaube, es wird wirklich spannend. Also in den letzten 2 Bundesligaspielen haben sie ja verloren, deutlich gegen Minden und dann in Berlin nochmal. Und dann nutzt die 2 Europapokalspiele gegen Wisla Plotzk. Die sind, glaube ich, schon gut am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Sind gestern angereist aus Plotzk direkt. Daher ist es so ein bisschen eine Wundertüte. Also ich hoffe, dass wir unseren Stiefel durchspielen und dann die 2 Punkte hier behalten können. Ja, und dann muss man ja sagen, unsere Mannschaft ist eigentlich absolut im Soll gerade. Ne? Das Spiel in Hamburg war sehr beeindruckend. Von Anfang an da den Gästen oder der Heimmannschaft aus der Hansestadt da den Schneid abgekauft. Wie würdest du die aktuelle Lage unserer Mannschaft beschreiben? Ja, man redet immer von Flow ab und zu mal. Ich glaube, da sind wir momentan drin oder nah dran. Also gerade das Hamburg-Spiel, die erste Halbzeit, was wir da gemacht haben, war schon sensationell gut.
wenige technische Fehler und ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Torhüter von Hamburg auch nichts zu fassen bekommen haben, aber dass wir es wirklich über 60 Minuten in der Manier durchgezogen haben, spricht für das Selbstvertrauen, was wir gerade haben und was wir uns wirklich auch in den letzten Wochen in den Trainingseinheiten wirklich sehr hart erarbeitet haben. Daher sind wir gut drauf und müssen es bloß auf die Platte kriegen. Also, werden wir mal drauf schauen, ob das heute gegen Lemgo eben auch genauso sticht. Eine Frage vielleicht nochmal zu unserem neuen Torhüter, Mohamed Altayar. Mo, wie wir ihn jetzt mittlerweile nennen dürfen. Der macht ja einen super Einstand, oder? Ja, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr cooler Typ erstmal. Sehr charmant, sehr freundlich, immer ein Lächeln auf den Lippen. Hat heute auch Geburtstag, also wer ihm gratulieren möchte, sehr gerne. Und hat jetzt dann auch bei den Spielen auch mal beweisen können, was er auch im Training immer wieder spiegelt, dass er wirklich ein sehr guter Torhüter ist. Und ich denke, wir haben jetzt auch wirklich wieder ein tolles Torhüter-Gespann, auf was wir uns in den nächsten Spielen freuen können. Lieber Philipp, normalerweise ist ja vor dem Spiel immer schon ein bisschen was los. Heute unter der Woche ist immer ein bisschen schwieriger, noch dazu die Anreise. Aber all jenen, die schon mal hergekommen sind, legen wir ans Herz, von der ersten Sekunde an wirklich hier richtig Alarm zu machen auf den Rängen. Denn unsere Gäste Lemgo, die werden es uns super schwer machen und dafür brauchen wir jede Frau, jeden Mann. Ich bin noch am Start. Volles Rohr. Wie immer. So kennen wir dich. Super. Vielen Dank, Philipp Müller. Wir machen eine kurze Pause und danach geht es dann weiter hier mit einer schönen Ehrung. Ich freue mich drauf. So, liebe Handballfans, willkommen zurück hier im Arena-Studio. Neben mir steht heute wieder David von TalkPoint. David, schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein, weil da Bombenstimmung. Sehr gut. Wir haben ja gesagt, wir haben wieder ein tolles Gewinnspiel. Du hast geile Preise mitgebracht, muss man ja sagen. Die Selfie-Stick, die gehören ja quasi schon so zum Inventar. Das muss einfach sein. Und dazu gibt's heute was anderes Cooles. Was hast du hier mitgebracht? Das ist ein Eine Google Nest Mini, also ein kleiner Lautsprecher für zu Hause mit Sprachsteuerung. Kann ich dann sowas sagen wie, hey Nest, spiel mir einen coolen Song von, oh Gott, ich darf nichts Falsches sagen, sonst werde ich hier ausgelacht, wir ignorieren das. Okay, aber das kann man dann machen und dann geht das einfach los. Genau, du kannst im Bett liegen und kannst das Ding praktisch per Sprache steuern, ganz smart für zu Hause. Sehr gut, ja. Und wenn wir so eine tollen Preise haben, haben wir natürlich auch mindestens genauso tolle Mitspieler. Gucke ich mal zu meiner Rechten. Hier stehen sie schon alle bereit. Neben mir steht der liebe Stefan, der Linus, der Lukas und die Lea. Ich höre den Applaus, genauso muss das sein. Also ihr dürft auch immer mit anfeuern. Ich sag schon mal vorweg, die drei, also Linus, Lukas und Lea, also die drei Ls, die kennen sich. Wir gucken mal, was ihr jetzt hier gleich abzieht. Wir haben es vorhin schon mal in leise erklärt und jetzt für alle anderen nochmal. Also, die lieben Mitspieler müssen jetzt mit dieser Holzkelle und einem Tischtennisball die ganze Zeit dribbeln. Nach 30 Sekunden sage ich dann, okay, jetzt Bein hoch. Und nach weiteren 30 Sekunden müssen sie mit dem Arm dazu noch kreisen und spätestens dann ist das Spiel aus. Ja, und je nachdem, wie ich drauf bin, lasse ich mir noch irgendwelche anderen witzigen Dinge einfallen. Die drei Els wollen sich gegenseitig ein bisschen ärgern, habe ich schon mitbekommen. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt auf die Plätze, fertig, los und schauen uns das mal an. So, Siggi, hast du ein Lied? Siggi hat einen geilen Song, Daumen geht nach oben und dann sage ich einfach auf die Plätze, fertig, los. Ja, das sieht sogar ein bisschen gekonnt aus, als hättet ihr alle heimlich geübt. Ja, und der Klassiker Überraschung, ich habe natürlich vergessen, Lea ist raus, sorry Lea, ich habe natürlich vergessen, die Zeit zu stoppen, das ist immer bei mir so. Deswegen würde ich jetzt schon mal sagen, wir heben einfach mal spontan das Bein. Ein Bein hoch, alle im Übrigen, nicht nur einer, ja, Bein hoch. Bauchmuskeln und Po anspannen, das hilft immer. Ja, Stefan, du sollst mich nicht abschießen. So, Stefan ist auch raus. Jetzt haben wir hier noch die zwei Els. Linus und Lukas. Wolltet ihr euch nicht ärgern? Eine Minute ist rum, höre ich gerade. Ihr könnt aber den Arm kreisen. Arm kreisen, Arm kreisen. Ja, ja. Das Geheimnis ist, mich nicht abzuschießen. Oh, ich sehe mit meinen Haaren. Wer hat jetzt gewonnen? Lukas. Ich hab's nicht gesehen. So, ihr Lieben, dann klatschen wir mal. Wo ist euer Fanclub? Irgendwo hier hinten ist der Fanclub. Ich hab's gehört. Da. Ja, ja, ja. Hat er gut gemacht, ne? So, lieber Lukas, ich überreiche dir das jetzt mal hier feierlich. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da.
Das ist für dich ein Nest Mini von Google und ihr bekommt natürlich eure Selfie-Sticks. Die könnt ihr jetzt hier gleich auch noch ausprobieren. Danke, David. Du machst das super. Dann bedanken wir uns bei euch. Schön, dass ihr mitgespielt habt. Und viel Spaß noch beim Spiel. Ihr kommt bestimmt zur Party, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, deswegen seid ihr hier. Ihr kommt zur Party. Und du, Stefan, kommst du nachher auch noch zu unserer Party? Bitte? Kommst du? Ja, na klar. Ja, Stefan kommt auch. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der Party wieder. Bringt eure Freunde mit und dann sehen wir uns nach dem Spiel. Bis dann. Viel Spaß. Herzlich willkommen erstmal an der Stelle. Wir haben eine kleine Änderung im Ablauf, weil heute nach dem Spiel hier unten eine kleine Party stattfindet, zu der ihr alle mit eingeladen seid. Also ihr könnt euch mit unserem Studentenvolk mischen und tanzen, wenn DJ Lawine nachher hier auflegt. Deswegen kann, ja genau, die Vorfreude steigt. Deswegen kann ich nach dem Spiel nicht quatschen, ich komme in der Halbzeit nochmal. Aber ich habe ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und zwar reden wir immer viel über Nachwuchsarbeit im SCDFK. Ihr seht auch, das ein oder andere Talent hat schon dieses Jahr im Bundesliga-Kader ausgeholfen. Die Basis dazu legt man in der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend und vor allen Dingen in unserer U23-Mannschaft. Und die haben wir jetzt hier unten stehen. Die wollen wir heute mal richtig abfeiern. Die haben nämlich einen sensationellen 5. Platz in der 3. Liga errungen und damit den Klassenerhalt geschafft für die neue Saison. Jetzt bitten wir sie hoch und dann übergebe ich an Sascha und an Dani, um die Jungs aber ordentlich zu feiern und auch einige zu verabschieden. Männers, das ist euer Applaus. Unsere U23-Mannschaft, angeführt vom Kapitän Jonas Hönicke. Auf geht's! Kommt gerne hier hoch! So, und ich gehe jetzt hier mal in die Halle und wir gehen mal zu den Mikrofon, dass wir auch alle verstehen, die ganzen Fans hier in der Vorbereitung, die haben dann natürlich das große Ziel, die Erde nicht musste, gut in Hand zu haben, sie sind Fünfte geworden. Das ist eine ziemliche Leistung. Ja, das heißt nämlich, der Fünfte bleibt dann genau in dieser Klasse. Das heißt, alle Achtung, ab der 6. Klasse, wenn man sagen kann, hier raus, die Leipziger haben es wieder geschafft. Jungs, herzlichen Glückwunsch. Ihr freut uns bei euch. Super Leistung. Vielen Dank. Ach, das ist voll mein Team. Das Gute ist, was hier von so einer Aftershow war, wo es ein großes Spiel ist. Aber ich raus jetzt trotzdem mal raus. Was sind also unsere Jungs, Männer, die hier in der 3. Liga alles aufgeschrieben haben? Das sind Michael Habe, Philipp Heidemann, Elias Zantau, Thomas Hünke, der noch weiter, aber ja, wir treffen uns dreimal in der Halle,
machen da schon noch ein bisschen mit dem Ball, aber ansonsten glaube ich, wird es jetzt die nächsten Monate ein bisschen entspannter. Und dann geht es nächste Saison wieder los. Dann, Jonas, bitte vielen Dank. Ich würde sagen, einfach Sascha nochmal einen großen Applaus für die ganze Mannschaft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und insbesondere natürlich diejenigen, die die Mannschaft verlassen werden, zum Beispiel auch unsere Bestandteil. Sieben Spieler werden das Team verlassen und das sind Philipp Seifert, Elias Gernauer, Zecker, Joshua Salé, Daniel Hamitz, Niklas Seifert und Philipp Müller. Und die kriegen jetzt auch nochmal ein Geschenk. Das kommt da jetzt hoch zusammen mit unseren Mädels von Chocolate. So, jetzt suchen wir schon mal Matthias Albrecht für das Interview an, da steht er schon. Matthias, herzlichen Glückwunsch erstmal, ihr seid noch ausgezeichnet worden. Wir sollten gehen. Aus den Jungs, ja, ich lobe mit deiner Arbeit. Wie wichtig ist es dann, dass wir das Interview mit einem Mann elementar wichtig. Für die Jungs ist das der nächste Step aus dem Nachwuchsbereich in den Männerbereich, der so als nächste Stufe wichtig ist für die Entwicklung. Und da brauchen wir unbedingt die Mittelliga auch nächstes Jahr, weil viele weitere Talente kommen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir es geschafft haben. So, dann gebe ich jetzt ab. Ich glaube, da haben wir mal für den Übergang. Ja, wir sind hier noch kurz in der Koordination. Fan-Talk. Ich mache das heute mal, ne? Sonst macht das ein Kollege von mir, aber heute bin ich hier. Ich freue mich immer, wenn ich neben zwei Gewinnern sitzen kann, die quasi unser ganzes Team vertreten dürfen. Einmal Hendrik Hannemann sitzt neben mir und Simon Ernst. Der eine hat sich von außen angeguckt und der andere war aktiv dabei, soweit ich weiß. So, ihr beiden. Yeah. Dann schießt mal los. Wie schätzt ihr euch denn? Und wir fangen mit dir an. Du hast von außen gut beobachtet. Wie war das Ergebnis für dich heute? Wie war das Spiel für dich? Nach einer sehr hektischen Anfangsphase, in der sich, glaube ich, keine Mannschaft wirklich da behaupten konnte oder absetzen konnte, haben wir es dann nach 15 Minuten ungefähr gut geschafft, erstmal in Führung zu gehen. Uns gelingt es aber dann nicht, über das ganze Spiel, glaube ich, den Vorsprung herauszuspielen, dass man sagen kann, ja, jetzt ist es schon ein bisschen sicherer, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, am Ende ein verdienter Heimsieg. Ja, absolut. Ja, absolut verdient, auch gut verdient auf jeden Fall, gut gewonnen. Simon, wie ist denn deine erste Einschätzung zum Ergebnis, zum Spiel? Ich kann mich Hanni nur anschließen, das haben wir souverän nach Hause gebracht. Lemgo ist eine starke Mannschaft, die gerade viel im Reise- und Spielstress sind.
Aber die spielen nicht umsonst in zwei Wochen das DHB-Final vor und sind jetzt ganz knapp im Achtelfinale der Euroleague ausgeschieden. Von daher ist das, glaube ich, ganz hoch einzuschätzen, dass wir hier doch relativ souverän gewinnen am Ende. So, dann, ich habe es ja gebeichtet, ne? Ich mache das hier gerade zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht. Ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen helfen. Hier stehen ein paar von euch rum. Könnt ihr denn sonst so Fragen stellen? Wie macht denn ihr das hier? Lauft ihr dann einfach hin? Ja, guck mal, ich stehe jetzt mal einfach auf. Ich mache das hier so. Wie heißt du denn? Ich bin der Rüdiger. Ich mache hier Audiodeskription, also Blindenreportage. Und ich hätte mal an den Simon eine Frage. Wann sehen wir dich mal wieder im Angriff? Ich kann mich noch gut erinnern, dass du vor 6 Jahren, damals warst du noch bei Berlin, uns hier wuschig gespielt hast. Und das wollen wir auch mal bei uns sehen. Ja, klare Fanfrage. Da kennt sich jemand richtig gut aus. Musst du an André stellen, nicht an mich. Nein, Spaß beiseite. Ich habe hier verschiedene Rollen in dem Team, das war mir von Anfang an klar. Das liegt vermehrt in der Abwehr und dann im Tempospiel, kriege aber auch ab und zu meine Spielanteile vorne, das ist so. Aber wenn so ein Tag ist wie heute und Lovro und Luca vorne so gut spielen und Marco, dann bin ich der Letzte, der da Krawall macht, weil er vorne nicht seine Minuten bekommt, sondern da steht das Team, hört sich ein bisschen phrasenmäßig an, aber steht das Team halt über dem Einzelnen. Ich denke ja. Ja, ich glaube auch, dass er das kann. Gibt es noch mehr Fragen? Jetzt stehen hier ein paar Leute. Komm hier, komm ran hier. Immer sagen, wie du heißt. Wie heißt du? Ich heiße mit Vornamen Ernst und hätte eine Frage an den anderen Ernst. Simon, wie sind deine sportlichen Ziele, sagen wir mal, für die Zukunft? Wir hoffen natürlich alle, dass du in Leipzig bleibst. Hast du jetzt schon so eine Tendenz, wo es in den nächsten Jahren hingehen könnte für dich? Und viel Erfolg für die Nationalmannschaft natürlich. Oh, Ernst. Das ist eine Frage. Simon, jetzt sag nichts Falsches. Du bleibst bei uns, oder? Auf jeden Fall. Also ich stehe auch nächstes Jahr hier unter Vertrag. Das steht außer Frage. Da freue ich mich auch drauf. Bin auch ein Typ, der eher nicht so gerne häufig den Verein wechselt. Das ist auch so. Allerdings habe ich auch gelernt, dass es im Sport eben in beide Richtungen schnell gehen kann. Sowohl nach oben als auch nach unten. Habe auch viele Verletzungen durchgemacht. Von daher macht das für mich gar keinen Sinn, da in 5-Jahresplänen oder irgendwas zu denken, sondern eher von Jahr zu Jahr. Und aktuell fühle ich mich hier wohl und gibt keinen Grund daran, irgendwas zu ändern. Können wir noch ein Bild zusammen machen? Können wir machen gleich. Klar, hier Ernst, komm ran hier. Dürfen die das wegen Maske und so? Ist das okay? Okay, komm, dann machen wir noch ein Foto, gar kein Problem. Hat denn noch jemand eine Frage? Guck mal, Henrik, deine Kollegen stehen hier auch so ein bisschen. Ich habe ja gehört, dass du auch manchmal aushilfst in der U23, ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier spielen kann, aber ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich mit den Jungs auf die Platte laufen kann und dort die Spiele holen kann. Da freuen die sich direkt, ne? Guck dir mal das breite Grinsen an, es wird sogar applaudiert. So, gibt's noch mehr Fragen? Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Es ist eure Chance. Hier. Henrik heißt du, ne? Nee. Rüdiger, naja. Henrik ist der. Ja, ich dachte, ihr habt auch dieselben Namen. Das andere ist Simon. Rüdiger, hau mal raus. Ja, eine Frage an Henrik. Du hast ja leider gar nicht gespielt. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Oder habe ich es verpasst? Das kann sein. Ja, wie fühlst du dich in der Mannschaft, auch in der ersten Mannschaft? Denn wenn du spielst, deine Sperren, die sind richtig gut. Das macht richtig Freude, dir zuzusehen. Ja, da grinst er, er freut sich. Man kann sich über Lobe auch wirklich freuen. Das ist schon cool. Also ich fühle mich super wohl. Ist häufig so, dass unter der Woche dann auf einmal der Anruf kommt, dass ich gebraucht werde, weil irgendjemand angeschlagen ist oder so. Und ich nutze da jede Chance, bekomme viele Inputs da, die mir, glaube ich, auch in meiner Entwicklung weiterhelfen können. Und wenn hier jemand gebraucht wird, dann helfe ich da. Dann muss ich mal fragen, du bist ja doch tatsächlich ein bisschen jünger als so, ne? Wie sieht der Alltag aus, wenn du bei 2 Mannschaften irgendwie unterwegs bist? Ja, das geht eigentlich. Also ich bin das ja eigentlich schon gewohnt, dadurch, dass ich ja schon sehr lange hier bin und eigentlich auch den Alltag mit 8 bis 9 Mal Training in der Woche gewohnt bin. Jetzt wird es natürlich ein bisschen stressiger, wenn die Uni wieder losgeht, aber ich denke, das ist alles zu schaffen. Na, ich glaub's auch. Ja, du bist so erfahren, das kriegst du ja wohin. So, ihr Lieben, gibt's noch ein paar Fragen? Ist eure Chance, ne? Dieses Konstrukt wird's nie wieder geben, so. Wie heißen Sie denn, junger Mann? Niklas.
Niklas, wen möchtest du denn was fragen oder vielleicht an beide? Ich würde gerne den Henrik was fragen. Henrik, wer ist denn dein Lieblingsspieler in der zweiten? Ich mag ja solche provokativen Fragen, ne? Du musst die auch beantworten. Die Wahl fällt mir natürlich extrem schwer, aber ich würde da meinen Mitbewohner Moritz nehmen. Aber ich hab's natürlich alle lieb. Oh, so viel Liebe in der Luft. So, dann gibt's noch eine Frage. Nein, so, das müssen wir auch nicht in die Länge ziehen, das ist auch ein bisschen Quatsch. Dann ihr beiden, nochmal von Herzen, herzlichen Glückwunsch, war ein cooles Spiel. Wir haben uns natürlich wie immer sehr gefreut, dass ihr das hier gewonnen habt, dass der Heimsieg hier ist. Und wer noch feiern will, ihr hört es, da hinten geht es schon ordentlich ab, kann da gerne hintergehen und feiern. Sehen wir euch dort auch noch oder habt ihr Partysperre? Ah, Corona-konform. Ja, ist vernünftig. Corona-konformes Feiern, was auch immer das heißen mag. Dann, ihr Lieben, die hier so stehen, euch eine gute Heimreise, ansonsten eine schöne Party. Schön, dass ihr beiden hier wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao und auf Wiedersehen. Bye.